neu sind und da Sie nicht Sie haben drin mehrfach sind. Von Ihrer Jugend jetzt so gesprochen, im Subtext. Na ja, oder na so, klar, so ich habe von 54 bis 80. Heute sind Sie eine Frau, die in der Mitte des 7. Lebensjahrzehnts steht. Da ich hier jeden schon gefragt habe, wie das so mit der ersten Begegnung mit Luxemburg war, wie ist das bei Ihnen gewesen? Sie ich hätten ja auch über Walter Ulbricht oder Lenin schreiben können. Ich bin ein Angestelltenkind und konnte 1948 nicht den Weg in das Gymnasium in der Deutschen Demokratischen Republik erhalten. Die es damals noch gar nicht gab, nebenbei gesagt. Nein, aber ich jetzt mal sage, jetzt mal... Nun, ja, unter Historikern muss man ja sagen... Antifaschistisch-demokratischen Ordnungen wurden Arbeiter- und Bauernkinder bevorzugt und haben gesagt, also du lernst mal Beruf. Und das habe ich gemacht. Und bei meiner ersten Lehrlingsversammlung in einer FJ-Versammlung wurden dort die Briefe Rosa Luxemburgs an die Sophie Liebknecht gelesen. Das war zu dieser Zeit in der FJ tatsächlich üblich und nicht Seltenheit. Das musste man in späteren Jahrzehnten. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht geahnt, dass ich mal auf dieses Spezialgebiet setzen werde. Aber das war werde. Ein Impuls irgendwie. Ich war sehr ergriffen. Ich kriegte ein erstes persönliches Verhältnis als ganz junger Mensch von 15 Jahren, so alt war ich ja dann, in dieser Lehre, kriegte ich schon irgendwie, also dachte ich, da steckt doch mehr dahinter. Aber ich muss sagen, der große Durchbruch ist am Universitätsstudium hier in der Karl-Marx-Universität in Leipzig erfolgt. Da hatten wir Lehrer wie Ernst Engelberg, Walter Markow, Josef Schleifstein, der damals die Mehring-Biografie schrieb. Und da habe ich mich eigentlich in diesem Moment für die Arbeiterbewegung entschieden. Und als ich dann am Institut für Marxismus-Leninismus als Assistentin 1958 eingesteckt wurde, da gibt es eigentlich für einen... Haben Sie gesagt, eingesteckt oder eingestellt? Eingestellt. Wir haben heute schon so viel geredet, dass man auch mal... Da habe ich sozusagen in mir den Wunsch gehegt, diese Lücke, dieser weiße Fleck, der so viel mit Verkrampfungen und Überlagerungen durch den Kampf gegen den Luxemburgismus und Partei, also wenn du da rankommst und naja, ich... In einem Satz oder meinethalben in zwei, wie unterscheidet sich denn die Ausgabe, die im Dietz Verlag in den 70er Jahren erschienen ist und die heute, die vierbändige, die bei Karl Dietz erschienen ist? Gibt es da inhaltliche Unterschiede? Das sind die Nachauflagen. Nachauflagen. Sind Nachauflagen, allerdings von mir mit Vorbemerkungen zu bestimmten, mit kritischen Bemerkungen zu unseren Editionsproblemen, die wir hatten, die aber nicht den Inhalt der Arbeit in Luxemburg, sondern einige Dinge der Anordnung. Zum Beispiel das Manuskript Organisationsfragen der russischen Sozialdemokratie hätte am Ende des Bandes 4 stehen müssen und die 5er Revolution dann zusammen in einem Band. Sie merken, Frau Laschitzer ist zu jeder editorischen Einzelheit zu befragen. Wir machen jetzt einen Bruch. Aber ich muss Ihnen was sagen, da steckt etwas dahinter. Wir mussten tatsächlich ein Stück der russischen Revolution mit hineinnehmen, damit der Leser den Eindruck hat, Luxemburg hat nicht nur mit Lenin gestritten, sondern sie war Teilnehmerin der russischen Revolution. Und das ist doch positiv. Wer hat Ihnen das gesagt, Kurt Hager? Haben Sie vergessen. Kurt Hager hat mit mir persönlich, den durfte ich persönlich nichts fragen. Da gab es ein paar Direktoren dazwischen. Das sprengt jetzt die Versammlung. Gut, aber jetzt kommen wir zum Film. Den gibt es nämlich in einer Stunde. Ja. Sie sind, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, sind Sie mit Frau von Trotta mehr als bekannt befreundet? Ich bin befreundet seit dieser Zusammenarbeit. Wie ist denn die ins Institut für Marxismus-Leninismus gekommen? Ja, das wollen Sie auch wieder so genau wissen. Ja. Wie ist sie überhaupt? Wir alle, Bürger der Bunde, genau, der BRD im IML. Ich bedauere ja so sehr, dass wir beiden nicht beide unsere Erfahrungen damit zu machen. Margarete von Trotta hat auch aus einer ganz emotionalen Erlebung, unter anderem auch mit einem irgendwie Drehbuch, sozusagen Manuskript von Fassbender und einigen Erfahrungen, die sie persönlich als Schauspielerin und als, zum Teil Co-Regisseurin bei Schlöndorff und so weiter hatte, fasste sie den Entschluss, mit Rosa Luxemburg sich zu beschäftigen, auch aus dem persönlichen Verlangen, ihr Selbstbehauptungsproblem in der
jungen deutschen Kunst durchzusetzen und nicht etwa immer nur als Co-Produzent oder sonst und so weiter. Der Fassbinder hat es ja angeboten, ihr eigene Vorstellung zu verwirklichen. Jetzt ging es natürlich darum, sie kriegte mit, denn als sie dann da anfing zu arbeiten, waren 1982 die ersten beiden Bände der gesammelten Brief-Rosa-Luxen. Wie ist sie denn ins IML reingekommen? Nicht? Die hat doch nicht einfach geklingelt, guten Tag, naja, wer bin ich, Herr Direktor? Also die konnte sich ja alle beide nur schon kaufen, ja? Aber die restlichen Bände waren ja nicht fertig. Und da ist sie zunächst zu Pinkus nach Zürich, wo sie immer hoffte, also kannst du mir und so weiter, hat sie gesagt, du kannst nur drankommen an die Briefe, wenn den Zuschauern muss man vielleicht sagen, den Zuhörern, ein legendärer Verlegerpersönlichkeit. Ja. Kennen wir fast alle. Pinkus ist weltbekannt. Ja. Der ist höchstens in der DDR nicht so bekannt. Da irren Sie sich, der war zu jeder Leipziger Buchmesse. Ich habe 35.000 Interviews mit ihm gemacht. Aber wir verlieren uns jetzt in Einzelheiten. Die ist zu Pinkus gegangen, der hat gesagt, du kommst an die Briefe nur ran, wenn du dich an die Laschica wendest. Der darfst aber nicht persönlich schreiben, denn die darf ja auch nicht persönlich schreiben. Schreib den Brief einfach ans ZK der SED. Wer hat er schon markt? Und das hat Rotter gemacht. Mit der Bitte, in unsere Edition Einblick zu nehmen, wo sie ja wusste, dass da noch drei Bände in Arbeit waren, wurde besser gesagt. Denn sonst hätte sie ja unsere Archivrecherchen nachholen müssen. Das Glück war, oder ich meine, das gehört zu ihr, weil neben der Begeisterung für die sozusagen sehr selbstbewusste und selbstbestimmte Frau Rosa Luxemburg, ja auch ihr Engagement, vor allen Dingen Kampf gegen Krieg und Rüstung und Rüstungswahn. Nicht? Sie hatte also die Krefelder Appelle immer unterschrieben und es war für Kurt Hager kein Problem. Es ist sofort genehmigt worden, dass sie in unserem Institut in diese Gesamtedition der Briefe Einblick nehmen kann. War sie dann öfter da? Oder ja, natürlich. Sie steht ja auch in ihrer Biografie, sie seien die Beraterin gewesen. Ja, das welcher, ist dann weiter. Ja, welcher Beratung bedurfte es denn? Sie hat mich dann zu ihrer Beraterin ernannt, nachdem die Einsicht in die Briefe zu Gesprächen untereinander führten. Wir haben uns über alles ausgetauscht. Hat sie den wirklich geliebt? Was meinst du mit der Sache? Ich habe immer wieder gesagt, denke dran, sie war auch Theoretikerin. Da hat sie immer gesagt, also nur dreimal kann ich die höchstens an den Schreibtisch setzen. Wie sollst du Theoretiker im Brief, nicht im Film rüberbringen? Ist ja klar. Ja, also da bin ich auch als Historikerin nicht stur geblieben. Habe gesagt, denk an bestimmte Dinge. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir uns bis zuletzt auch ein bisschen gestritten haben. Der Film wäre sonst ein bisschen sozusagen doch, es ist eine arme, friedensliebende Frau erschossen worden. Dieses Problem war ein Verständigungsprozess mit uns, was diesen politischen Mord ausbetrifft. Aber durch diese, natürlich ist es war eine fertige Edition und da kann es eben leider keine Kopien geben. Sie musste bei uns im Lesesaal diese Sache angucken und wie das so ist, nicht? Alle 2-3 Stunden war ich entweder bei ihr oder sie bei mir und über ihre ersten Eindrücke. Ich habe in ihrer Zusammenarbeit mit ihr persönlich so viel hinzulernen können, weil der Zugriff eines Künstlers zu einer solchen Persönlichkeit oder der Zugang und auch dieses Selbstverständnis mit ihr ein ganz anderes als beim Wissenschaftler. Ja, wir überlegen immer wieder, oh Gott, wo sind die anderen? Was hebt denn das auf? Ne? Und dann musste dies noch und jenes. Der Künstler hat dann bestimmte Momente und dadurch ist eine Gemeinschaft in der Zusammenarbeit entstanden, die aus uns beiden Freunde gemacht hat. Ich habe alle drei Fassungen ihres Szenariums, also ihres mit ihr durchgeackert, auf ihre Bitte hin. Ich war mit ihr zusammen bei der Internationalen Luxemburg-Konferenz in Paris und sie hat mich daraufhin eine Woche mit Zustimmung des Direktors, weil er keine Devisen genehmigen musste, in Paris gelassen. Da haben wir alles so durchgehäschelt, denn die Probleme mit den vielen Männern hatte sie nun auch zu bewältigen. So viel vom Reisekader Annelies Laschica. Ja. Hat sie die sind Sie durch die Reisekarte-Privileg?